Hallo und herzlich willkommen, euer Wizard wieder am Start und heute geht es um das Thema zwei Arten von psychotischen Schüben. Die habe ich übrigens selbst definiert anhand von meiner Schizophrenie. Also da wäre erstens einmal die fangen wir mit der aktiven an. Da gibt es die aktive und die passive Schübe. Ist das Deutsch? Ist das Deutsch? Ich glaube schon. Auf jeden Fall der aktive Schub. Laut meiner Definition ist der Schub, der war bei mir durch Drogen ausgelöst, kann aber auch so kommen. Das ist der Schub, wo man der Schizophrenie, der Stimme, die was man hört, Wahngedanken hat. Ich kann so mir ein Beispiel geben, zum Beispiel, dass alle Filme und Serien in einem Multiversum existieren, wo das die Realität ist. Und ich habe das wirklich geglaubt, weil in der aktiven Phase, wo man das glaubt, bei mir war es eben durch Drogen ausgelöst, da war ich vorher drin und habe alles geglaubt, was die Stimme, es sind immer neue Gedanken kommen, Wahngedanken, und dann habe ich dazu noch, wie nennt man das, so bildliche, visuelle Halluzinationen gehabt. Und zu den visuellen Halluzinationen, die bestärken einen dann noch mehr in der aktiven Phase. Und so ist das quasi eine Teufelsspirale. Das kann man gut durch Medikamenten verhindern, dass man in sowas reinkommt. Aber sowas, wenn man Medikamente nimmt und trotzdem Drogen nimmt, dann bringt das wiederum nichts, weil die Drogen bestärken einen noch mehr in dieser Phase. Also bei mir war es so. Und da habe ich den schlimmsten Schub meines Lebens gehabt. Da war ich komplett weg. Da kann ich euch gerne mal genauer drüber erzählen, aber nicht in diesem Video. Okay, das wäre der aktive Schub. Dann gibt es noch den passiven Schub. Und das ist einfach ein Schub, der, was man bei mir kommt, meistens am Abend, wenn ich schon ein bisschen müder bin, wenn die Medikamente weniger wirken. Ich nehme sie nur am Abend, die Neuroleptika. Ich kriege zwar auch ein Depot, aber die Leponex nehme ich nur am Abend, vorm Schlafen gehen. Und wenn... Nein, jetzt... Kommen wir wieder zur Sache. Auf jeden Fall, wenn man diesen passiven Schub, das kann man so erklären, dass man einfach eine Derealisation hat, dass man ein unangenehmes Gefühl im Körper und im Kopf hat. Aber im Gegensatz zum aktiven Schub weiß man, dass das nicht real ist, dieser passive Schub. Es fühlt sich zwar schlecht an für einen, aber im passiven Schub, psychotischen Schub, ist einfach so, dass man weiß, dass das nur ein Schub ist. Aber ja, das wäre aktiv, eben man weiß nicht. Man ist voll drinnen, glaubt alles, was vorkommt im Schub. Und der passive Schub kommt meistens seltener. Kommt darauf an, wie man eingestellt ist mit den Medikamenten oder was man macht. Man kann auch getriggert werden, wenn man sowas auslöst. Das habe ich zwar nicht mehr so, weil ich bin ja schon lang schizophren und ich habe man lernt von der Schizophrenie, man wird immer gescheiter, weiß man immer mehr Tricks, wie man sich helfen kann. Man muss einfach auf seine Intuition hören. Ich bin persönlich, das muss ich auch noch sagen, ein Intuitionsmensch. Das heißt, ich denke nicht gerne. Ich mag es einfach nicht, meinen Kopf zu benutzen. Ich habe da schon genug Wirrwarr und Psycho-Scheiß drinnen im Kopf. Darum höre ich einfach auf meine Intuition, mein Herz. Sagt man ja, dass die Intuition vom Herz kommt. Auf jeden Fall, das weicht jetzt wieder ein bisschen vom Thema ab. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich euch sagen wollte. Und falls ihr mich unterstützen wollt, gebt einfach ein Abo und ein Like. Könnt auch super einen Kommentar schreiben, was ihr sehen wollt. Irgendwelche Fragen zur Schizophrenie. Ich kann sie alle so gut wie möglich beantworten. Also ich werde versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Und jo, das war's wieder mit meinem Schizo-Talk. Also, peace out, Leute.